können wir, glaube ich, loslegen. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen hier im Multimedia-Raum an der Universität Ulm und draußen an den Bildschirmen zum dritten Teil unserer Ringvorlesung hier an der Universität zum Thema Klimawandel. Und wir haben heute den dritten Vortrag zum Thema Zukunftstechnologien. Unser Referent heute ist Professor Dr. Axel Groß, den ich Ihnen gerne in den kommenden 2-3 Minuten kurz vorstellen möchte. Herr Groß ist Leiter des Instituts für theoretische Chemie. Und wenn man das so liest, dann denkt man, man hat es heute mit einem Chemiker zu tun. Aber wenn man ein bisschen tiefer gräbt, dann stellt man fest, Herr Groß ist Physiker. Ja, er hat Physik studiert. Er hat Physik studiert in Göttingen, an einer der bekanntesten deutschen Universitäten. Und wenn man dann so weiterschaut in seinem Lebenslauf, dann zieht sich das wie so ein roter Faden durch sein Leben. TU München, TU Berlin, Fritz-Haber-Institut in Berlin, alles erste Adressen, an denen Herr Groß tätig gewesen ist. Und heute ist er nicht nur Leiter des Instituts für theoretische Chemie hier an der Universität Ulm, sondern er ist auch, wie wir in der Wissenschaft sagen, PI, Arbeitsgruppenleiter am Helmholtz-Institut für elektrochemische Energiespeicher, umgangssprachlich vielleicht ein bisschen einfacher, Batterietechnologien. Herr Groß hat vielfältige Auslandsaufenthalte, er war mehrfach in den USA und kann all diese Expertise, die er auf diesem Lebensweg gewonnen hat, hier in seine Forschung einbringen. Neben seiner herausragenden wissenschaftlichen Tätigkeit, die sich dann widerspiegelt in vielen, vielen Publikationen, ja, Hunderten von Publikationen, könnte ich schon fast sagen, weil es ist definitiv dreistellig und es ist mehr als eine Eins vorne, ist er auch sehr aktiv gewesen in der wissenschaftlichen Selbstverwaltung. Und das ist eigentlich auch eine besondere Auszeichnung. Er ist aktiv gewesen oder ist es noch aktiv bei der DFG als sogenannter Fachkollegiat. Und Fachkollegiaten, das sind wirklich die Besten im Feld. Um dort anzukommen, müssen Sie vorgeschlagen werden von Kollegen, dass Sie geeignet sind für diese Position. Sie werden gewählt von der Wissenschaftscommunity und es ist ein relativ harter Prozess, ein harter Auswahlprozess, in diese Position zu kommen. Und Axel Groß ist das nicht bloß einmal gelungen, sondern mehrfach gelungen. Und ein zweites Kriterium, um die Akzeptanz und die herausragende Position in der Wissenschaftsgemeinschaft zu messen, ist die Aktivität und die Positionen, die man einnimmt in Fachgesellschaften, wie beispielsweise in der physikalischen Fachgesellschaft hier in Deutschland. Und dem nicht genug, Axel Groß ist auch aktiv gewesen in der universitären Selbstverwaltung. Er war Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät. Er hat sich in der Lehre engagiert, umfangreiche Abschlussarbeiten betreut. Also ein rundum gelungener Weg durch die Wissenschaft, gespickt sozusagen mit herausragenden Erfolgen. Und die letzten Tage, ich kann es vielleicht verraten, waren sozusagen mehrfache Feiertage. Weihnachten, Neujahr und dann hat man einmal im Jahr noch einen besonderen Tag, der war auch, und dann war es auch noch ein runder. Also, wir sind gespannt auf das, was der Axel Groß nicht bloß über Weihnachten und Neujahr für uns vorbereitet hat. Wir schauen in die elektrochemischen Herausforderungen der Energiewende. Wir schauen nochmal auf das Thema Wasserstoff und wir schauen nochmal auf das Thema Batterien. Vielen Dank, Axel, the stage is yours. Ja, vielen Dank, Michael, für diese Einführung. Du musst über irgendjemanden anders gesprochen haben. Das ist ja mal das Peinliche, wenn man solche Einführungen gibt sozusagen. Und eins muss ich noch sagen, auch wegen dieser vielen Orte, ich hatte keine Ahnung, wo ich hingehe. Das hat sich halt alles entwickelt und dann ist es so gekommen. Ich muss gleich sozusagen jetzt auf Neudeutsch einen Disclaimer machen.
Bitte fragen Sie sich nicht, wie Sie Ihre Batterie, welche Batterie Sie irgendwo reintun sollen nach diesem Vortrag oder wie Sie dann Ihre Reichweite Ihres Autos um 30 Kilometer verlängern. Da können Sie den Max Fichtner da fragen, der weiß da vielleicht besser Bescheid. Sondern ich möchte über wissenschaftliche Herausforderungen reden. Und zwar, wie viele Probleme gibt es, und das war auf in der modernen elektrochemischen Energiespeicherung und Umwandlung. Und dieses hier, Wasserstoff oder Batterie, ich werde Ihnen auch keine Antwort geben, was ist besser, sondern ich werde Ihnen sagen, wie kompliziert das doch ist, was wiederum als Wissenschaftler einen wiederum Freude macht. Und mein Fazit am Ende wird sein, dass es eigentlich eine ideale Kombination ist, an so einem Gebiet zu forschen, denn das macht Spaß, ist eine wissenschaftlich starke Herausforderung. Andererseits aber weiß man auch, dass sie eine technologische Bedeutung hat und eventuell auch etwas dazu beitragen kann, um die großen Probleme unserer Gesellschaft zu lösen. Also ich werde tatsächlich dann über Batterieforschung und Wasserstoffforschung sprechen und wie gesagt eine Tour de force durch Probleme dann mit Ihnen durchgehen. Und ich hoffe, dass ich Sie mitnehmen kann. Ich habe auch versucht, es gibt 2, 3 Formeln. Mir wurde mal gesagt, oder als wenn man einen Vortrag hält und eine Formel zeigt, geht die Hälfte der Leute aus dem Raum. Wahrscheinlich traut sich das hier keiner, aber schauen wir mal. Aber es werden einfache Formeln. Ich fange erst mal an mit einer Überschrift von freien Elektronen zu gebundenen Elektronen. Dies habe ich mir von einem Kollegen geklaut. Ich habe ihn auch gefragt. Auch ein Direktor vom Fritz-Haber-Institut, Herr Schlögel. Und ich finde, das trifft es ganz gut, die grundlegenden Eigenschaften von nachhaltiger Energiespeicherung. Erstmal die Definition, was sind erneuerbare Energien? Energieträger aus Quellen, die sich kontinuierlich auf einer Zeitskala regenerieren, wie Sonnenlicht, Wind, Regen, Erde, Flut, Wellen und geothermische Wärme. Ich habe hier Sie sehen hier Eselsberg, 2 Fotos gemacht. Das Problem bei diesen erneuerbaren Energien, jeder Physiker hat mal Probleme, wenn er erneuerbare Energie ist, weil Energie ja nicht immer erhalten ist, aber sie sind nicht immer verfügbar und müssen gespeichert werden. Und was bedeutet nun dieser Spruch von freien Energien zu gebundenen Elektronen? Die effiziente Energiespeicherung ist tatsächlich die chemische Bindung. Und sie erzeugen mit diesen Apparaturen ihr Strom. Der Strom fließt. Sie wissen alle, dass auch wenn er fließt und fließt, das gibt eher Probleme, wir haben zu viel. Und deshalb möchte man ihn speichern. Und wo speichert man ihn? In einer chemischen Bindung. Diese chemische Bindung kann ein Molekül sein, es kann sein Wasserstoff. Tatsächlich aber ist eine Batterie eigentlich nichts anderes auch als eine chemische Bindung. Und das will ich Ihnen zeigen. Also insofern ist das sehr, sehr ähnlich. Okay, also deshalb noch mal kurz, womit beschäftigt sich Elektrochemie? Also diese Definition ist tatsächlich von meinem Kollegen Wolfgang Schmidtler. Elektrochemie beschäftigt sich mit Strukturen und Prozessen an der Grenzfläche zwischen einem Elektronenleiter, das ist die Elektrode, und einem Ionenleiter, das ist der Elektrolyt. Und es natürlich Beispiele sind Brennstoffzellen, über die ich reden will, Batterien, aber dann auch die Elektrokatalyse, die auch tatsächlich mit der Brennstoffzelle irgendwas zu tun hat, die Elektrolyse, Wasserspaltung, photokatalytische Wasserspaltung, das heißt, man benutzt gleich Licht, um direkt daraus Wasserstoff zu erzeugen. Es gibt auch elektrochemische Prozesse, die wir lieber vermeiden wollten, wie Korrosion, Rost und sogar auch in den Lebenswissenschaften. Das ist dann was für Michael, sozusagen, wenn Sie Membranen haben und Transport durch Zellmembranen und so. Das sind im Grunde auch Austausch von Ionen und elektrochemische Prozesse. Nun, ist das wirklich Wissenschaft? Natürlich ist es Wissenschaft, sonst hätten ja diese drei Herren nicht vor 2 Jahren, 2019 oder vor 3 Jahren, den Nobelpreis für Chemie gekriegt, die sie den gekriegt haben für die Entwicklung der Lithium-Ionen-Batterien. Und in der Tat, Stanley Whittingham hat diesen Preis oder hat erfahren von diesem Preis, als er in Ulm war auf einer Tagung. Jetzt habe ich vergessen, noch das Foto zu machen. Also er war da auf einer Batterietagung im CCU und kriegte dort den Anruf. Und die Margit Wohlfahrt-Mehrens musste ihm ihr Handy reichen, um den Anruf weiterzuleiten. Zu John Goodenough, der älteste Nobelpreisträger, lebende Nobelpreisträger, ist, werde ich noch kurz später auch noch mal reden. Nun, als Anfang, was ist eine Batterie? Es gibt viele verschiedene Batterietypen, aber wir reden heute von der Lithium-Ionen-Batterie. Und die heißt dann auf Englisch auf Rocking Chair Batterie, und ich habe sie dann halt Schaukelstuhl-Batterie genannt, aber ich glaube, der Begriff ist nicht bekannt. Warum ist es eine Schaukelstuhl-Batterie? Weil sie ein Lithium-Atom haben, was hin und zurück geht.
Es gibt Batterien, wo sie irgendwelche Prozesse in den Elektrolyten haben. Aber eigentlich ist diese Weisweise sehr, sehr einfach. Und Sie haben hier dann also eine Anode, eine Kathode. Und hier, wenn Sie die Batterie entladen, fließen im äußeren Stromkreis hier das durch ein, könnte eine Lampe sein oder so, und dort können Sie Arbeit leisten. Die Frage ist, und jetzt stellt sich dann der Physiker immer, was ist die treibende Kraft? Was treibt das an? Warum passiert das überhaupt? Warum gehen die Elektronen von hier, von dem Minuspol zum Pluspol? Und tatsächlich, wenn Sie sich das jetzt thermodynamisch angucken, was passiert? Der Prozess bei der Entladung ist, dass Sie ein Lithiumatom, hier steht Atom, aus der Anode in die Kathode übernehmen. Und dann haben Sie hier mehr Lithiumatome. Warum passiert das? Das passiert, weil das Lithiumatom in der Anode schwächer gebunden ist. Das fühlt sich dort nicht so wohl. Und es fühlt sich viel wohler in der Kathode. Dort ist es stärker gebunden. Und warum fließt dann Strom? Der Strom fließt einfach. Am liebsten würden die Lithium direkt darüber gehen. Aber hier haben wir einen Elektrolyten. Der Elektrolyt ist ein Ionenleiter. Der lässt nur das Lithium plus raus. Und die armen Elektronen warten und warten, bis sie rüberkommen. Und dann warten sie hier. Und wenn dann hier sozusagen der Stromkreis geschlossen wird, dann können sie hier rüberkommen. Und das ist der Prozess. Und das Interessante dabei ist, dass das ja eigentlich thermodynamisch gar kein elektrochemischer Prozess ist. Das ist ein chemischer Prozess, Lithiumatom von der Anode in die Kathode. Und die treibende Kraft ist der Energiegewinn bei der Reaktion. Und Reaktion, man kann also, das ist hier das Delta G, bedeutet eine freie Energie, die man ausrechnen kann. Und das treibt die Batterie an. Dann kann man da auch direkt die Spannung rausrechnen. Man kann, wenn man diese freie Energie ist, dann hat man die Leerlaufspannung, also die höchste Spannung, die man erreichen kann, ist dann einfach die Energie geteilt durch die Faraday-Konstante, damit das eine Spannung wird, und dann durch die Anzahl der Ladungsträger, beim Lithium ist das 1, und daraus kriegen wir diese Spannung raus. Und der typische Wert für Lithium-Ionen-Batterie ist 4 Volt, größer als 4 Volt. Hier noch eine Bemerkung. Und ich bin in die Elektrochemie aus Zufall vor 20 Jahren gekommen. Die Elektrochemie ist sehr, sehr kompliziert. Und wenn man da anfängt, traut man sich erstmal, das nicht in Frage zu stellen. Und jetzt stelle ich was in Frage, was auch normaler Sprachgebrauch ist. Sie sehen hier, eine Batterie ist niemals geladen. Der Begriff, ich verstehe den Begriff, weil hier kommen Sie, da gehen die Elektronen raus. Aber hier, die Anode und Kathode sind immer elektrisch neutral. Da ist keine Ladung, weil das auch sehr instabil ist. Makroskopische Ladung ist niemals geladen. Und wie gesagt, der Prozess ist tatsächlich der Übertrag eines Atoms und nicht eines Ions, sondern eines Ions und Elektron zusammen, das einem Atom spricht. Aber wie gesagt, ich verstehe, warum man sagt, die ist geladen oder nicht geladen, aber eigentlich, deshalb benutzen auch die Kollegen manchmal Lithiation, ich weiß nicht, wie das deutsche Wort Lithianzierung ist und so weiter. Das stimmt dann mehr. Sie entweder haben hier mehr Lithium oder dort mehr Lithium. Okay, also das war sozusagen die Einführung. Nun, hier noch ein Bild, die Energiedichte von Speichermaterialien. Sie sehen hier typische Lithium-Batterien. Hier sind die Lithium-Ionen-Batterien. Hier sehen Sie tatsächlich Benzin. Das Interessante ist, wir haben schon ein super Energiespeichermedium mit uns für unseren Brennstoff, für unsere Verbrennungsmotoren, mit einer sehr, sehr hohen Energiedichte, wenn wir nicht die Probleme hätten mit der CO2-Belastung. Sie sehen hier auch noch eine andere Art von Batterie, die Lithium-Luft-Batterie, zu der werde ich später kommen, die eigentlich auch sehr, sehr hohe Energiedichten verspricht. Sie sehen, die gelben, orangen Balken sind immer, was möglich ist. Und das Grüne ist, was man dann sozusagen praktisch erreichen kann. Das ist häufig ein Faktor 10 weniger, als es theoretisch möglich wird. Jetzt hier eine englische vor. Die meisten habe ich auf Deutsch geschafft. Und jetzt die Lithium-Ionen. Ich werde mich am Anfang auf die Lithium-Ionen-Batterien konzentrieren. Die sind 1990 kommerziell eingeführt worden von Sony. Und ihre Dichte ist beträchtlich gesteigert worden. Und Sie sehen hier, wenn Sie das angucken, so um Faktor, hier ist es vielleicht Faktor 4. Und tatsächlich aber sehen Sie hier so ein Limit. Und also die Speicherdichte, da gibt es physikochemische Grenzen. Und eine Frage ist trotzdem, alle, die Steigerung ist linear. Nun, Joachim Eberling kommt von der Halbleitertechnologie. In der Halbleitertechnologie haben wir das Mooresche Gesetz. Da ist die Speicherdichte, verdoppelt sich alle 18 Monate. Und wir wissen ja alle inzwischen durch Covid, was exponentielles Wachstum ist. Die Frage ist also, warum gibt es kein Moorsches Gesetz für Batterien? Warum ist das nur linear gestiegen und nicht exponentiell? Jemand eine Idee? Na, warum gibt es das Moorsche Gesetz?
in der Leichtathletik, weil man angefangen hat am Anfang ein Bit mit riesigen Materialbereichen zu speichern. Ganze weiße Bereiche, also sozusagen, ich weiß jetzt nicht, welche Größenordnung. Und dann ist man kleiner und kleiner geworden. Das aber so effektiv, dass das sozusagen schnell kleiner war. Also die Anzahl der Atome, die man benötigt hat, um ein Bit zu speichern, ist exponentiell kleiner geworden. Auch da gibt es die Grenze natürlich, ein Atom. Weiter geht's nicht. Was ist denn unser Ladungsträger hier? Der ist schon Atom. Den können wir nicht mehr kleiner machen. Wir haben schon den kleinsten Ladungsträger. Das heißt, diese Steigerung ist sozusagen häufig, ist auch im Werk schwer genug, ist durch chemische Dinge erreicht worden, aber auch durchaus zum Teil dadurch, dass man sozusagen passive Materialien weggenommen hat und so weiter. Aber das ist sozusagen auch wichtig. Es ist kein Raum für exponentielles Wachstum bei Lithium-Ionen-Batterien. Wenn es da mal Zahlen kommt, wir machen Faktor 2, 4, Faktor mehr, woher soll der kommen? Den kann es nicht geben. Also deshalb, da muss man vorsichtig sein. Ich will anfangen mit Sicherheitsaspekten. Und ich zeige dieses Bild häufiger, dann sage ich mal, hoffentlich passiert das jetzt nicht. Alle wissen wir, dass Lithium-Ionen-Batterien brennen können. Und tatsächlich, ich werde darauf ankommen, das Modell, was man glaubt, was dann passiert, sind dann sogenannte Dendritenbildungen. Und zusammen mit entflammbaren Elektrolyten geht dann die Batterie in Luft. Und ein Beispiel, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber das ist das Galaxy Note 7 und das 7 Edge. Und da gab die vor dann 2016 sozusagen, die dann reihenweise angefangen haben zu brennen. Hier sehen Sie ein anderes Bild. Und tatsächlich hat das für Samsung hat das einen Schaden von mehr als 5 Milliarden US-Dollar gemacht. Nur weil sie die Batterien, den Separator ein bisschen zu dünn gemacht haben. Aber warum brennen die Batterien? Erstmal, Batterien brennen. Wenn ein Tesla in die Luft geht, dann ist das wieder eine Meldung ganz überall. Jetzt hier, ich habe noch eine weitere Frage. Sie sehen hier ein brennendes Auto. Wie viele Autos brennen in Deutschland pro Tag oder pro Jahr? Jetzt dürfen Sie mal wirklich raten. Was denken Sie? Also pro Tag vielleicht. Welche Zahlen? Ja, Spielverderber. Also tatsächlich sind 40 am Tag, 15.000 pro Jahr. Das heißt, das Autos brennen ist keine, aus den verschiedensten Gründen. Das kann die Elektrik sein und so weiter. Das sagt nicht voraus, ob das kann der Tank sein oder so. Aber sozusagen ein Autobrand ist sozusagen nichts Außergewöhnliches. Deshalb, ich sage das nur deshalb, dass wenn nun mal ein Tesla brennt, ist das nicht schön, soll nicht passieren. Aber ja, Sie sind es gewohnt. Das ist bei allen neuen Technologien sind wir immer sehr, sehr viel vorsichtiger als bei unseren herkömmlichen. Da sind wir es halt gewohnt. Sozusagen. Andererseits auch, dass Energien gefährlich sind, ist auch kein Wunder. Sie wollen Energie auf einem kleinen Raum speichern. Die Energiedichte von so einer Batterie ist vergleichbar mit TNT. Und dass da, wenn Sie das nicht kontrollieren können, dass da irgendwas passiert, ist auch, liegt in der Natur der Sache. Okay, aber genau, jetzt aber warum brennen Batterien? Und das Modell ist folgendes. Sie haben jetzt hier also eine Lithium, eine Anode, eine Kathode, auch wenn das kein Metall ist, könnten Sie sogenanntes Belting haben. Und dann wachsen aus diesem Lithium-Metall, wachsen so kleine Drähte, die man Dendriten nennen. Und wenn die dann hier rüberkommen zur Kathode, dann bildet sich ein Kurzschluss. Tatsächlich, die meisten Dendriten werden es nicht überleben. Weil wenn sie einen Kurzschluss haben, werden sie heiß und dann brechen sie. Aber sie sozusagen dann wärmen trotzdem die Batterie auf. Und dann, wenn sie einen flammbaren Elektrolyten haben, kann das eben zum Brand einer Batterie führen. Und jetzt interessanterweise guckt man sich verschiedene Batteriechemien an. Zu denen komme ich später nochmal. Wenn Sie also Lithium-Batterien haben, dann haben Sie da den dritten Wachstum. Tatsächlich ist dies ein Bild, das in der UHV-Anlage, also im Ultrahochvakuum gemacht habe. Selbst dort zeigt Lithium, wenn Sie das deponieren, den dritten Wachstum. Natrium zeigt auch den dritten Wachstum. Magnesium-Batterien, also die Experten wissen, sie können alle Batterien so tweaken, dass sie dann auch Dendritenwachstum zeigen. Aber da müssen Sie schon anstrecken. Magnesium zeigt normalerweise kein Dendritenwachstum. Aluminium können Sie auch glatte Elektroden haben, sozusagen. Die Frage ist also, warum zeigen Lithium und Natrium Dendritenwachstum, aber Magnesium und Aluminium im Allgemeinen nicht? Und hier ist eine Visualisierung. Jetzt hoffen wir mal, dass der Film beginnt. Sie sehen jetzt, wenn der Film läuft, wieso hier das habe ich von diesem Paper genommen und da kann man auch sich dann das Movie runterladen, wie hier so ein Dendrit wächst. Hoffen wir mal, dass er losläuft. Okay, genau, jetzt. Sie sehen, es fängt an, es bewegt sich da auch schon was. Hier ist dann haben Sie hier einen Strom angelegt und dann fängt dann, es ist 150 Mal verschnellert und dann sehen Sie auf einmal hier, wie so ein Dendrit wächst.
Und wenn der dann zur Kathode rübergeht, dann, wie gesagt, haben Sie einen Kurzschluss und die Batterie brennt. Okay, nun, diese Frage habe ich mich gestellt und dann habe ich mich erinnert, als ich das erste Mal sah, Sie sehen hier, dass Michael hat erwähnt, dass er am Fritz-Haber-Institut war, das war genau in dieser Zeit, als ich einen Kollegen hatte, der hatte auch den dritten Wachstum sich angeguckt, aber in 2D-Synonym. Und dort wusste ich, dass Dendriten, dass so ein Wachstum immer was mit Bewegung, mit Diffusion zu tun hat. Also mit Materialtransport. Und also haben wir uns dann so überlegt, könnte das was mit Materialtransport zu tun haben? Und dann haben wir uns angeguckt, ja, wenn wir so ein Metall haben, dann müssen sich die Atome hier diffundieren. Und hier haben wir dann Diffusionsbarrieren. Das heißt, welche Barriere muss man überkommen, um von einer Stelle zur anderen hüpfen, berechnet. Für Lithium-Natrium sehen wir hohe Barrieren, für Magnesium kleine Barrieren. Also mag das irgendwas damit zu tun haben. Und also die Idee ist auch, dass ein Modell natürlich hinter, wenn Sie dort auf einer Oberfläche einzelne Atome deponieren und die sehr schnell bewegen können, dann bilden die Inseln zusammen, sie wachsen, die Oberflächenchemiker und Physiker sprechen von so Stufenwachstum und bilden eine glatte Oberfläche. Wenn Sie aber auf der Stelle bleiben, dann haben Sie so Nuklei, wo es rauer wird und da kann das Dendritenwachstum kommen. Und jetzt es sind ein paar persönliche Erfahrungen gespickt und Sie merken auch, dass ich dann vielleicht nicht ganz so entspannt dann immer bin. Dieses Paper haben wir 2014 eingereicht und das war schon das zweite Journal. Wir hatten es zuerst bei Physical Review B eingereicht, dort ist es abgelehnt worden. Physical Review B ist eine sehr angenehme Zeitschrift, hat einen Impact-Faktor von 2,5. Und dann haben wir es da eingereicht und dann kriegten wir von einem Gutachter, Entschuldigung, dass er auf Englisch ist, diese Antwort. Sind die Autoren wirklich interessiert in der Performance von Batterieelektroden oder ist ihre Geschichte nur, um ihre einfachen Rechnungen sozusagen Stress-up sozusagen aufzumotzen ein bisschen? Und die Evidenz, das hintere vor, ein ernsthaftes Paper würde die Parameter diskutieren, die die Formation von Dendriten erzeugen. Dieser Gutachter hatte sich dann noch ein paar andere Dinge erlaubt, sodass ich dann direkt an den Editor geschrieben habe und gebeten habe, ihn rauszunehmen. Das ist auch passiert. Und jetzt kommt sozusagen, Sie sehen, wie ich entspannt bin. Dieses Paper jetzt, ich habe ihn jetzt erwähnt, das ist auch eine Zeitschrift, der Impact-Faktor von 2,5. Jetzt zeige ich Ihnen, wie es jetzt zitiert worden ist. Zum Beispiel im 2020 ist das 50 Mal zitiert worden, also fast 200 Mal. Also so schlecht kann es nicht gewesen sein, wenn das dann sozusagen, das es Grund gehabt hätte, dann abgelehnt zu werden. Okay, und das ist nochmal das Modell, was wir entwickelt haben. Noch zusätzlich, wenn Sie dreidimensional wachsen, dann müssen Sie auch noch die angucken, welche Stufen, was passiert, wenn Sie Interessen haben, also damit sich hier dann so dreidimensionales bildet. Und wenn Sie einfache sozusagen Diffusion ohne Barrieren haben, dann ist alles im grünen Bereich und Sie kriegen eine glatte Oberfläche. Wenn Sie hier Barrieren haben und raue Oberfläche, dann bilden sich denn diese Dendriten und damit erzeugen Sie dann einen Kurzschluss und die Batterie können brennen. Und das ist hier sozusagen nochmal zusammengefasst. Wir haben jetzt dann hier noch auch die Barrieren über Stufen angeguckt auf Terrassen. Sie sehen hier Lithium-Natrium haben hohe Barrieren, Dendritenwachstum. Und diese haben niedrige Barrieren, kein Dendritenwachstum. Jetzt kommt auch noch ein Disclaimer. Das ist keine Theorie des Dendritenwachstums. Das ist eine im Grunde eine statistische Feststellung. Natürlich auch mit einem physikalisch-chemischen Modell dahinter und so weiter. Also wir sagen, die Diffusionsbarrieren können als sogenannte Deskriptoren für Dendritenwachstum in Batterien dienen. Was bedeutet das? Sie brauchen also sozusagen, wenn Sie sich überlegen, was ist das Material, kann das Dendriten wachsen oder nicht, dann schauen Sie sich zuerst, dann brauchen Sie nicht erst die Batterie zu bauen, sondern gucken sich zuerst die Diffusionsbarrieren an und dann haben Sie eine Vorauswahl. Das ist nicht in 100% der Fällen, aber das ist häufig ein gutes Anzeichen dafür und das erleichtert Ihnen dann auch die Auswahl von vielleicht anderen Materialien oder Verbesserung von Materialien. Okay, aber das Wichtige waren ja nicht nur Dendriten, sondern auch die entflammbaren Elektrolyten. Nun mögen Sie fragen, warum sind denn die Batterieleute so blöd und benutzen Elektrolyte, die brennen? Dann nimmt man halt nicht brennbare Elektrolyte. Und also das Problem ist, dass die Elektrolyte stabil sein müssen gegenüber dem großen Spannungsunterschied beim Laden und Entladen. Und das sind harsche chemische Bedingungen. Und das gibt es nicht so viele Flüssigkeiten, Elektrolyte, die das aushalten können. Und was bestimmt die Stabilität von Elektrolyten? Und hier möchte ich Ihnen auch noch eine Anekdote ist das nicht. Hier, wenn Sie das sehen, hier irrt der Nobelpreisträger.
Das ist, was jetzt kommt, ist aus einem Artikel von John Goodenough aus Jahre 2013. Da war er schon 92, vielleicht das, entschuldigt das, dass diese Sache. Wir gehen, kommen wieder zu der Leerlaufspannung zurück. Und die Leerlaufspannung, das war, was im Anfang gezeigt, entspricht der Differenz, der sogenannte, kann man auch anders ausrechnen, aus den elektrischen, chemischen Potenziale von Lithium in der Anodenkathode. Und das sehen Sie hier, das sind die beiden Potenziale. Wenn das, das Wichtige, das, die Details brauchen Sie nicht zu verstehen. Also das sind elektrochemische Potenziale. Und dann sagt Goodenough, jetzt muss diese elektronische Eigenschaft und das, was Sie hier sehen, HOMO ist eine Abkürzung für Highest Occupied Molecular Orbital und das ist das Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Das ist sowas wie ein Bandgap für einen Halbleiter. Dieses Bandgap muss größer sein als dieser Abstand dieser elektrochemischen Niveaus. Das ist Unsinn. Das erstens hat das nichts miteinander zu tun und tatsächlich habe ich das nicht nur erkannt, ich habe mich gewundert, aber es gibt dann auch ein Paper von 2018 von den beiden Autoren, Electrochemical Potential Window of Battery Electrolytes, the Homo-Lumo Misconception. Das ist noch höflich ausgedrückt. Und es gibt ein ganz einfaches Gegenbeispiel, warum das nicht sein kann. Und das einfache Gegenbeispiel ist Wasser. Wasser hat eine Bandlücke von 9 E-Volt, wenn Sie eine Bandlücke sprechen können. Aber es zersetzt sich schon bei Spannung von 1,23 Volt. Das heißt, wenn Goodenough sich nur einfach an Wasser gedacht hätte, hätte er gemerkt, dass dieses Modell nicht stimmen kann. Und tatsächlich, das Richtige ist, man muss nicht hier das Homo-Lumo-Gap, sondern die sogenannten Oxidationspotenziale machen. Die Details sind nicht wichtig. Aber was ich, die Take-Home-Message ist sozusagen, Elektrochemie ist schon kompliziert. Elektrochemiker können sich stundenlang, tagelang diskutieren über die Definition von einzelnen Ausdrücken. Und da kann man manchmal auch schon falsche Konzepte haben. Und selbst in dieser Hinsicht hat jemand wie ein Nobelpreisträger nicht das richtige Konzept gehabt, um das zu verstehen. Und es gibt tatsächlich nur wenige Elektrolyte, die bei den hohen Spannungen in Lithium-Ionen-Batterien, und das sind 4 Volt, stabil sind. Das ist das große Problem. Und außerdem die elektrochemische Stabilität hängt nicht mit der Entflammbarkeit zusammen. Das sind 2 verschiedene Parameter. Und deshalb hier, jetzt gebe ich Ihnen 2 Beispiele. Ein typisches Molekül, das haben wir mal gerechnet, das ist keine Flüssigkeit, das ist Ethylencarbonat, das wird in Lithium-Ionen-Batterien benutzt. Das ist stabil, aber entflammbar. Es gibt natürlich, wie sagen die Kollegen das, und haben auch nicht entflammbare Elektrolyten. Dieses hier, diese Abkürzung, das ist eine sogenannte ionische Flüssigkeit. Die brennen nicht. Warum benutzt man die nicht? Und hier sehen Sie, das ist preiswert, das ist halt sehr teuer und sehr selten und so weiter. Und deshalb hat man immer noch diese brennbaren Elektrolyten. Man hat keine, Sie müssen einfach immer überlegen, in den Batterien, das sind, ich wiederhole mich, harsche chemische Bedingungen. Und es gibt nur wenige Materialien, die diese Bedingungen auch aushalten können und auch Flüssigkeiten, Elektrolyte. Viele zersetzen sich. Diese 4 Volt, die Lithium-Ionen-Batterien haben, ist schon eine Menge. Okay. Und was, wie kann man denn jetzt, ich will da nicht zu weit gehen, aber Konzepte für preiswerte, stabile Elektrolyte. Der ideale Elektrolyt wäre Wasser. Wasser ist nicht brennbar, ist sehr viskos und so weiter, hat aber nur ein Stabilität. Ist da die Idee, sozusagen, die verfolgt wird, ist das ein sogenanntes Wasser-in-Salz-Konzept. Aha, Internet von dem. Das bedeutet also, wir müssen den Anteil Wasser selbst, wenn wir viel Wasser haben, zersetzt sich. Und normalerweise sehen wir hier ist sozusagen Salt and Water, Water and Salt. Normalerweise besteht der Elektrolyt aus Wasser und das Salz, das löst sich da drin. Jetzt machen wir es umgekehrt, machen wir viel mehr Salzmoleküle oder Salz-Ionenpaare, wenn Sie wollen, und dann da wenig Wassermoleküle. Dann versucht die Hoffnung ist sozusagen, dass wir die guten Eigenschaften von Wasser mitnehmen und die schlechten nicht. Und tatsächlich funktioniert das, das ist gezeigt worden hier. Allerdings, wie häufig ist es so, und das meiste, was ich erziele mit diesen Lösungen, die man für diese Probleme hat, sind dann noch in einem frühen Stadium. Diese Konzept ist ungefähr entwickelt worden von den ersten Paper, glaube ich, das sind weniger als 10 Jahre her. Und es ist aber eben noch nicht so weit, dass man das auch wirklich kommerziell in Batterien einbauen kann. Ja, Ideen hat man, aber ob man sie auch umsetzen kann, ist immer die Frage. Eine weitere interessante Sache ist die Volumenänderung beim Laden und Entladen. Ich könnte jetzt wieder zum Bild zurückgehen. Sie könnten sich natürlich überlegen, ich habe Ihnen gezeigt, das erste Bild, wenn Sie sich daran erinnern, Anode, Kathode. Denkt man, das sind vielleicht wie Schubladen. Ich habe die Lithium-Ionen da drin, mache die Schublade auf, rüber in die andere Schublade, Schublade zu, fertig. So ist es aber nicht. Sie nehmen Atome aus dem einen Gitter raus, in das andere rein. Das verändert sich dadurch.
Idealerweise wäre, wenn sich nicht das Volumen nicht verändert. Nun gibt es auch zum Beispiel ein ideales Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien, das wäre Silizium. Das größte Problem ist, dass wenn Sie das Silizium hier dann mit Lithium beladen, dann haben Sie hier eine Volumenänderung um Faktor 3. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben Sie sehen ja, die Batterie ist eigentlich fest, also da haben Sie auf einmal, das Volumen geht hoch und runter und das macht natürlich mechanische Spannung und große Probleme. Also das ist ein großes Problem und deshalb ist auch die Suche nach Materialien, nach Elektronenmaterialien, sowohl als Kathoden als auch Anoden, die sich kaum ändern beim Volumen, das ist sozusagen auch eine wichtige Sache. Und da gibt es dann, also diese hohe Volumenänderung beim Laden ist ein Problem und da gibt es verschiedene Problemlösungen. Tatsächlich gibt es immer geringe Siliziumbeimischung und das hat mir mal die Marke Brohl von Mehrungsen. Alle benutzen ein bisschen Silizium, das ist das Betriebsgeheimnis. Bisschen ist was drin, wie viel sagen sie nicht und das haben sie rausbekommen. Also, so. Aber natürlich gibt es dann auch wieder wahnsinnig viele Studien und ich habe Ihnen eine Studie mitgebracht hier, das ist Granatapfel-inspirierte Elektroden. Und warum ist das Granatapfel inspiriert? Sie überlegen sich, dass sie so lauter kleine Hohlräume machen, runde Hohlräume, indem sie diese kleinen Mikroelektroden machen und hier in diesem Hohlraum können sie sich wie in einem Granatapfel, können sich diese kleinen Kerne ausdehnen und wieder zusammendehnen. Und sozusagen hier, das ist das Beispiel, das ist natürlich, das würde funktionieren. Und diese kann man auch präparieren mit Hilfe einer Mikroemulsionstechnik. Und dann kriegt man hier einen schönen Paper in Nature Nanotechnology. Und das ist eines der typischen Papers, sozusagen eine schöne Idee. Man kann es im Labor machen, aber man kann es nicht umsetzen. Das ist bei vielen dieser Dinge in der Batterieforschung auch so. Das sind gute Arbeiten natürlich. Die haben sich angestrengt, aber dann den Schritt zu machen von der Laboranwendung in die technologische Anwendung, in die große Anwendung, das ist immer das große Problem. Also dieses hier, diese Granatapfel-Anoden haben sich, glaube ich, noch nicht durchgesetzt. Dann Lithium-Luftbatterien. Sie haben vorhin gesehen, dass die eigentlich sehr, sehr vielversprechend sind. Sie würden eine hohe Energiedichte haben. Tatsächlich kommen gleich darauf, die Industrie verfolgt sie überhaupt nicht. Warum? Also was bedeutet, warum haben die so eine hohe Energiedichte? Dort nehmen sie als Oxidationsmittel das Sauerstoff aus der Luft. Sie sehen beim Entladen, die treibende Kraft hier ist die Bindung von O2 mit Lithium. Es bildet sich Lithium-2O2. Da haben sie einen Energiegewinn und dadurch kommt die Strom her. Und beim Entladen müssen sie, oder beim wieder, das ist sozusagen Entladen und beim Beladen müssen sie den Sauerstoff wieder rauskriegen. Und dadurch ist das auch so, hat das so eine hohe Energiespeicherdichte, weil die Luft kommt halt rein und raus und sie brauchen keine extra Kathodenmaterialien. So. Also sie brauchen schon eine Kathode, einen Katalysator, auf das komme ich dann zurück. Und tatsächlich gibt es Luftbatterien, Metallluftbatterien, gar nicht so weit weg von hier. Varta baut Millionen Metallluftbatterien pro Tag als Knopfzelle und zwar sogenannte Zink-Luftbatterien. Und da ist die gesamte Reaktion, dass sie hier zwischen Zink und Zinkhydroxid hin und her gehen, eine Spannung von 1,6 Volt machen. Und tatsächlich ist das ein kommerzielles Erfolgsmodell. Das wird benutzt als nicht wieder aufladbare Zink-Luftbatterien für Hörgeräte. Tatsächlich musste ich mich ein bisschen einreden, wie so häufig hat es im Zweiten Weltkrieg ist entwickelt worden, die Zink-Luftbatterie. Also ist auch nicht so was Neues. Aber Varta verdient da sehr, sehr viel Geld mit. Aber das Problem ist, wieder aufladbare Metallluftbatterien zu erzeugen. Und zwar, die haben eine sehr, sehr geringe Lebensdauer. Das heißt, sie können nicht häufig genug wieder aufgeladen werden. Das heißt, wenn Sie diese Prozesse machen, dann verändern sich hier das so dramatisch, weil das auch wieder so eine raue chemische Umgebung ist, so viele chemische Unterschiede passieren, dass sie die Batterie nicht lange hält. Das ist das große Problem bei den Metallluftbatterien. Und hier sind jetzt, und das will ich nicht durchgehen, Probleme mit Lithium-Luftbatterien. Sie sehen hier Anode, Kathode, Laden, lauter Probleme, die Sie alle noch lösen müssen, bevor Sie dahin kommen. Ein Kollege, Scorsatti, hat gesagt, aufgrund der Tatsache, dass die Industrie da nicht mehr forscht, muss eigentlich die öffentlich geförderte Forschung da eingehen. Und tatsächlich machen wir etwas. Also, und ich habe einen Kollegen, den Kollegen Gasteiger aus der TU München, der hat mal gesagt, Metallluftbatterien verbinden die Nachteile von Batterien mit den Nachteilen von Brennstoffzellen, wo ich auch nochmal nachher drauf kommen werde. Aber wie gesagt, momentan nur öffentliche, aber keine kommerzielle Forschung und Entwicklung von Metallluftbatterien. Und natürlich bedeutet das auch, dass bis sie kommerziell werden, wieder aufladen, dauert das Zeit. Wir haben hier sozusagen uns auch hier gerade ein Paper veröffentlicht, wo wir uns gewisse Prozesse in den Lithium-Luft-Batterien anschauen.
Okay, jetzt kommen wir kurz zu anderen Batteriechemien. Und zwar ist die Frage, können wir dann Lithium als Ladungsträger setzen mit anderen Ladungsträgern? Und Sie sehen hier, dass ich will ja jetzt hier im Detail noch nicht gut, aber es gibt so vielversprechende sogenannte Post-Lithium-Systeme. Das bedeutet also, dass wir Ionen nehmen oder Atome nehmen, die jenseits von Lithium sind, Magnesium, Natrium, Kalium, Calcium und so weiter. Und hier, das ist, Sie sehen hier, ist Max auch erwähnt, das ist, dieses Bild ist aus diesem Artikel jetzt geholt, aber Max hat das dann noch ein bisschen adaptiert und so weiter. Was hier aufgetragen wird, sind die Speicherdichten, sowohl in Bezug aufs Gewicht als auch aufs Volumen und auch die Häufigkeit in der Erdkruste. Und hier steht Lithium. Wenn wir Lithiummetall hätten, dann hätten wir eine hohe gravimetrische Dichte, aber man benutzt normalerweise Lithium in Graphit. Und Sie sehen hier, dass in diesen Dichten diese durchaus mithalten können. Das sind alles sozusagen theoretisch mögliche Werte. Das ist also noch nicht unbedingt umgesetzt, aber sie können also sozusagen mithalten. Und der grüne Balken ist natürlich sehr wichtig. Grüne Balken ist die Häufigkeit in der Erdkruste. Sie sehen, wie Lithium, wie wenig davon da ist, während Natrium, Magnesium und Calcium. Nein, tatsächlich, Magnesium ist jetzt auch rar. Alles ist jetzt rar, das kommt aus China. Aber Magnesium, normalerweise, das ist mal dein Spruch, Max, unsere Alp besteht aus Dolomit und das ist Magnesium-Calcium-Carbonat. Und wir hätten also genug Magnesium vor der Tür hier, um dann auch da die Batterie zu bauen. Okay, und also Sie verbinden eine vergleichbare oder manchmal sogar bessere Leistungsfähigkeit mit einer höheren Versorgungssicherheit. Sie sind kein Critical Raw Material. Und deshalb sozusagen macht es auch Sinn, sich an alternative Batteriechemie zu versuchen. Das Problem nur dabei ist, dass Sie wieder von Null anfangen. Wir reden über Chemie. Wir haben Lithium-Ionen-Batterien. Und jetzt machen wir aber Magnesium, Natrium, alle anderen Ionenbatterien. Und im Grunde brauchen wir neue Anodenmaterialien, neue Kathodenmaterialien, neue Elektrolyte und neue technische Konzepte. Das heißt, wir fangen wieder mehr oder weniger von Null an. Und das ist sozusagen, was wir uns vorgenommen haben im Exzellenzcluster POLIS. Max und ich sind Sprecher von dem Cluster und der zwischen der Universität Ulm und dem KIT zusammengeführt wird, zusammen auch mit dem ZSW und auch Kollegen von der Universität Gießen. Und welche Hürden bei der Entwicklung von Post-Lithium-Batterien gibt es? Und die haben wir uns sozusagen auch als wissenschaftliche Fragestellung gemacht. Ich möchte auch nochmal betonen, das ist, wie gesagt, soll hier sozusagen in die wissenschaftlichen Probleme sehen, nennen. Und so ein Exzellenzcluster, die DFG, fördert Wissenschaftsprojekte. Das heißt, wir wollen natürlich beitragen dazu, bessere Batterien zu entwickeln, aber wir haben auch ein ganz klares Forschungskonzept und haben definiert, was sind Probleme. Das ist einerseits die niedrige Mobilität von Ionen in Festkörpern und Flüssigkeiten. Die Ionen müssen sich auch schnell bewegen. Dann, es fehlen maßgeschneiderte Materialgrenzflächen mit geeigneten Ladungstransfereigenschaften. Dann ist das ein Problem, auch die schnelle Alterung, Degradation, also dass die Batterien eben nicht lange halten, sowohl von den aktiven Materialien, also in den Elektronen, als auch die Elektrolyt. Und im Grunde ist das eng miteinander verbunden, unzureichende Reversibilität beim B- und Entladung. Sie wollen sozusagen mehr oder minder so viel, wie Sie reinstecken, wollen Sie auch wieder raus haben. Und jetzt muss ich sagen, jetzt konnte ich nicht zurückhalten, ich habe den Vortrag nicht am Sonntag gemacht, sondern die letzten Folien noch heute Nachmittag, und da kam eine E-Mail, dass wir jetzt über eine Arbeit, die wir gerade eingereicht haben, und da gibt es jetzt sozusagen auch Fortschritte, die wir gemacht haben, zum Beispiel mit der Ionenmobilität. Und da haben wir jetzt gerade ein Paper in Jack's Gold rausgekriegt, wo wir uns diese Ionenmobilität angucken und die Prozesse versucht haben zu verstehen und da auch sogenannte lineare Skalenrelationen gefunden haben. Also da machen wir auch schon Fortschritte entlang dieser Probleme, die wir uns da die versuchen zu lösen. Okay, jetzt verleert sich erstmal die Batterien, kommt zum Wasserstoff. Also Wasserspaltung und die Brennstoffzelle. Und ich beziehe mich hauptsächlich hier nur auf diese einfache Wasserspaltung und auch auf die Brennstoffzelle. Es gibt viele verschiedene Brennstoffzellen, Methanolbrennstoff und so weiter. Aber ich werde heute sozusagen nur darüber reden. Also die Grundreaktion bei der Wasserspaltung in der Brennstoffzelle sind diese Prozesse. Also wenn Sie dann sozusagen in der Brennstoffzelle sind, dann haben Sie einen Energiegewinn, wenn Sie Sauerstoff und Wasserstoff zusammenbringen und sich Wasser bilden. Und wenn Sie Wasser spalten wollen, dann können Sie zum Beispiel elektrolytisch Wasser in H2 und O2 spalten. Und ich werde jetzt im nächsten kaum über Wasserstoff sprechen, sondern hauptsächlich über Sauerstoff.
Warum? Weil tatsächlich die H2-Entwicklung im Wandel gar nicht das Problem darstellt, sondern die Sauerstoffreduktion und die Sauerstoffentwicklung. Und das ist hier auf diesem Bild hier, das ist sozusagen Frontcover von einer Zeit. Die wollen also Wasser spalten. Und Wasser spalten bedeutet, dass wir H2 erzeugen mit O2. Aber wenn sich das O2 nicht bildet, dann kann man auch nicht Energie gewinnen. Und das große Problem tatsächlich ist die O2-Bildung. Und genauso umgekehrt auch der reversible Prozess. Wir reden dann also, das ist sozusagen die Sauerstoffentwicklung und der umgekehrte Prozess ist die Sauerstoffreduktion. Das stellt das große Problem dar. Okay, und das will ich. Jetzt sehen Sie hier einen Verlauf einer Brennstoffzelle. Das ist auch ein Paper von dem Kollegen Gasteiger, der diesen Spruch über über die Metallluftbatterien gemacht haben. Dieses Paper ist jetzt auch schon damals, das ist, glaube ich, schon länger her, das ist, glaube ich, schon 2000 Mal zitiert. Die Frage ist, welche Energie gewinnen Sie, wenn Sie eine Brennstoffzelle laufen lassen? Die Reaktion, Sie können ausrechnen, welche Reaktion haben Sie hier? Und da gewinnen Sie eigentlich unter normalen Bedingungen 1,23 Volt als Spannung raus. Hier ist es sozusagen, wenn Sie unterschiedlich, die haben eine andere Beladung, die ist die gleiche Gewichtsspannung, ist ein bisschen unterschiedlich. Also Sie könnten hier in diesem Fall so sagen wir mal 1,2 gewinnen. Wie viel gewinnen Sie aber, wenn Sie eine Brennstoffzelle laufen lassen? Die hängt erstmal auch ab, von wie viel Strom Sie ziehen. Und Sie sehen, das fällt gleich ganz stark ab. Und dieses hier ist die sogenannte Überspannung. Die Überspannung ist sozusagen ist chemisch bedingt und dann haben Sie hier auch noch ohmische Verluste und so weiter. Aber statt also den 1,2 Volt gewinnen Sie nicht 1,2 Volt, sondern Sie sehen hier 0,8, 0,7, 0,6 Volt nur. Sie kriegen das gar nicht raus, was Sie da reinstecken. Und diese Überspannung ist genau beim umgekehrten Prozess gibt es auch. Wenn Sie also sozusagen hier Wasserstoff erzeugen wollten, bräuchten Sie eigentlich nur diese 1,2 Volt, aber Sie müssen auch viel mehr reinstecken. Sie haben die Überspannung in die andere Richtung. Also Sie müssen mehr reinstecken und kriegen auch noch viel weniger raus. Und das ist ein großes Problem. Und diese Überspannung ist verantwortlich für die geringe Effizienz oder relativ geringe Effizienz von Brennstoffzellen. Nun hat man natürlich versucht, kriegt man das runter? Kriegt man das weg? Und jetzt sprechen wir über Elektrokatalyse. Wir sprechen über chemische Reaktionen an einer Oberfläche, an einer Platinoberfläche. Und dann, wenn man sozusagen jetzt die Aktivität, das ist für diese Sauerstoffreduktionsreaktion der entscheidende Schritt bei der in der Brennstoffzelle sieht, dann kann man die Aktivität hier auftragen und dann trägt sie auf als Funktion eines Parameters. Und der Parameter ist die Sauerstoffbindungsenergie. Und das hat sozusagen ein grundlegendes, tiefes Prinzip. Ein Katalysator macht Reaktionen schneller oder vereinfacht sie. Aber Sie müssen überlegen, da kommt Moleküle aus der Gasphase, kommen auf die Katalysator, machen die Reaktion und gehen wieder weg. Also dieser Katalysator, das nennt man das Sabatier-Prinzip, muss erstens stark genug wechselwirken, damit sie überhaupt die Reaktion dieser Reaktionspartner auf der Oberfläche initiiert. Also es muss eine starke Wechselwirkung sein. Wenn sie aber zu stark sind, dann brechen sie die Bindung auf und dann haben sie die Produkte und die bleiben auf der Oberfläche, die kommen nicht wieder raus. Und das wie immer im Leben, man muss einen Kompromiss haben, man hat hier den Kompromiss und deshalb hat man die sogenannte Vulkankurve. Nun, und man kann dies nun auftragen als Funktion eines einzigen Parameters, und das ist die Sauerstoffbindungsenergie. Und das ist ein Fluch und ein Segen in der gleichen Zeit. Warum? Und zwar, also es reicht ein Parameter aus, wieder als Deskriptor, da alle Reaktionsintermediate durch ein Sauerstoffatom an den Katalysator binden. Und das will ich Ihnen zeigen, hier auf diesem nächsten Bild. Die Reaktionsintermediate, sie kommen mit O2 an, dann haben sie OOH, O und OH, die müssen danach miteinander gebildet werden und alle binden durch das Sauerstoffatom. Nun, die ideale Reaktion, alle diese Intermediate haben unterschiedliche Bindungsenergien und im idealen Fall wäre das so eine Treppe und die Treppe, die Stufen wären alle in der Energie gleich hoch. Das heißt, wenn Sie dann hier an der Gleichgewichtsspannung hätten, hätten Sie die flache Kurve. Aber das machen die leider nicht. Die Treppe ist nicht ideal, die Treppe ist nicht mit gleichen Stufenhöhen, sondern sie hat verschiedene Stufenhöhen. Und damit Sie hier sozusagen so etwas Flaches kriegen oder nur noch bergunter gehen, können Sie sozusagen auf 0,8 Volt gehen, aber bei 1,23 Volt müssen Sie wieder hochgehen. Das heißt, deshalb gewinnen Sie nicht diese Spannung, sondern nur diese Spannung. Jetzt die Details müssen Sie nicht verstehen, aber das ist sozusagen der Grund, warum es diese Überspannung gibt. Und jetzt ist sozusagen gesagt, okay, das ist doch kein Problem. Dann verändern wir einfach hier, versuchen wir den Katalysator so zu modifizieren, dass wir diese einzelnen Stufenhöhen hinkriegen, dass wir die Stufen gleich machen. Aber das Problem ist, wir haben nur einen Parameter, an dem wir drehen können. Wir müssen drei Dinge ändern und haben einen Parameter, einen Knopf.
Und wenn wir an den Knopf drehen, verschiebt sich das alles gleichmäßig. Das heißt, das ist das mit dem Fluch und Segen. Wir verstehen das, warum wir die Überspannung haben. Aber wir können auch nichts ändern aufgrund dieser Beziehung, dieser Zustände. Und das ist sozusagen das Große. Tatsächlich haben 40 Jahre Forschung nicht ausgereicht, um diese Überspannung signifikant zu verringern. Und jetzt soll ich vielleicht den Spruch machen, den ich vorhin schon gemacht habe. An dieser Stelle sage ich dann immer, 1961 gab es den Sputnik-Schock und Kennedy hat gesagt, in 10 Jahren kriegen wir einen Mann auf dem Mond. Das haben sie geschafft. Und seit 40 Jahren versuchen Elektrochemiker, diese Spannung zu niedrig kriegen, kriegen es nicht hin. Also es scheint doch komplizierter, die Elektrochemie. Das ist jetzt eine sehr, sehr volle Folie. Hier sehen Sie wieder diese Vulkanplots. Sie sehen hier die Überspannung. Aber hier ist die Entwicklung. Also Sie sehen hier, das ist nur von 2006 bis 2016. Sie sehen hier, man hat das vielleicht um 0,05 Volt verändert und so weiter für die Hin- und die Rückreaktion. Also das ist ein Problem, was dann sozusagen tatsächlich das behindert, dass wir die Brennstoffzellen effektiver machen können. Tatsächlich ist dann eine Idee, wir müssen diese Skalenrelation brechen. Und wie machen wir das? Indem wir die Oberfläche strukturieren zum Beispiel. Und hier habe ich ein Beispiel, wie wir es mal versucht haben. Man kann ja so Oberflächen nehmen, wo man hier Platin hat, hier Ruthenium-Atome, ja Stufenkanten. Und dann haben wir versucht, das hinzukriegen. Aber so richtig geholfen hat das auch nicht. Also trotz vieler Versuche, Überwindung der Skalenrelation waren bisher nicht erfolgreich. Also da bleibt die Wissenschaft, hängt fest. Wir kommen da nicht weiter. Nicht sonderlich groß weiter. Und das seit Jahrzehnten. Dann kommen wir jetzt nochmal zu den Metall-Luft-Batterien. Und das jetzt, wir waren hier gerade bei den Katalysatoren, das bei der Metall-Luft-Batterie hier, sehen Sie, und vielleicht können Sie es erkennen, hier ist das ist vielleicht hier so ein bisschen pitzig, O2. Hier brauchen Sie an der Kathode beide Reaktionen. Das heißt, Sie brauchen eine Reaktion. Einerseits müssen Sie beim Entladen das reduzieren und andererseits oxidieren. Das heißt, Sie brauchen einen Katalysator, der die Hin- und die Rückreaktion katalysiert. Das ist normalerweise, machen das Katalysatoren nicht. Sie machen Katalysatoren für eine Reaktion. Also Metall-Luft-Batterien benötigen Katalysatoren, die sowohl die Sauerstoffreduktion als auch die Sauerstoffentwicklung katalysieren können. Das Problem ist, typischerweise werden diese beiden Reaktionen von unterschiedlichen Materialklassen katalysiert. Man nimmt Metalle, Übergangsmetalle für die Sauerstoffreduktionsreaktion und Metalloxide für die Sauerstoffentwicklungsreaktion. Und deshalb muss man auch beachten, dass wir dann hier dass die Katalysatoren unter stark reduzierenden als auch stark oxidierenden Bedingungen stabil sein müssen. Das brauchen Sie im Detail wieder nicht zu verstehen, aber Sie müssen wir überlegen, wenn wir laden und entladen, haben wir sehr unterschiedliche Bedingungen und da leiden meistens die Katalysatoren auch. Sie müssen stabil sein und sie müssen beide Reaktionen katalysieren. Und wie kann man das zum Beispiel verändern. Da gibt es auch viele Ansätze. Und hier möchte ich ein Beispiel geben von dem Kollegen Wolfgang Schumann aus der Ruhr-Universität Bochum. Der kam auf die Idee, sozusagen so gewisse Potentialpulse zu machen. Also man macht nicht nur einfach Laden, Entladen, sondern macht so kleine Spikes-Pulse. Und dann sehen Sie hier, das sind Ströme, die sind nach unten hoch. Ohne diese Pulse haben Sie hier kleine Ströme, mit den Pulsen größere Pulse. Und tatsächlich haben wir dann auch schon theoretische Vorarbeiten gemacht. Wir haben uns versucht, diese Oberflächenstrukturen anzugucken. Sie sehen hier Stabilitätsdiagramme. Und dann habe ich versucht, mit dem Kollegen Schumann auch zusammen einen Antrag bei einem Schwerpunktprogramm gelehnt. Und es ist ja ein persönlicher Vortrag. Der ist leider dann abgelehnt worden, aber den werde ich jetzt versuchen, nochmal wieder einzureichen. Sozusagen. Deshalb wartet die Welt immer noch auf. Nein, die wartet. Dieses Projekt werden wir auf jeden Fall starten. Und wir haben da auch schon Vorarbeiten gemacht, um das dann weiterzuführen. Okay. Eine Sache, die ich auch noch erwähnen möchte, ist, wo wir in Ulm auch sehr stark sind, ist die in der Forschung jedenfalls die photokatalytische Wasserspaltung. Und im Grunde ist die photokatalytische Wasserspaltung so ein bisschen die Imitation der Natur, was in der Photokatalyse passiert, was in der Natur passiert sozusagen. Also die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in Wasserstoff und durch mit Hilfe von photokatalytische Wasserspaltung. Und das ist das Thema des Interregio-Sonderforschungsbereiches TRR-234, Ketterlight. Lichtgetriebene molekulare Katalysatoren in hierarchisch strukturierten Materialien zwischen den Universitäten Ulm und Jena. Und das sind sozusagen die Themen. Es geht um Photochemie und Photophysik. Und dann sollen diese Katalysatoren in einer Polymermatrix eingebettet werden. Das Problem ist auch, dass diese molekularen Katalysatoren meistens sehr instabil sind und sie repariert werden müssen. Die Natur kann das. Da muss jetzt wieder der Mikrobiologe oder Biologe weiß da mehr Bescheid als ich, aber die repariert sozusagen das Photosystem 2 immer von Zeit zu Zeit. Aber das hinzukriegen ist schwer
und so weiter. Und tatsächlich hier gibt es beträchtliche wissenschaftliche und technische Herausforderungen bis zu einer technologischen Marktreife. Ich möchte hier den Kollegen Beule mal zitieren, der sich dann so einen Fotokatalysator angeguckt hat und hat gesagt, es blubbert ja noch nicht mal. Also es müsste sich H2 bilden und es müsste H2 rauskommen und wenn es das gut macht, müsste es blubbern und das tut es noch nicht. Also das ist wahnsinnig spannend, aber bis wir die sehen und vielleicht werden wir die nie sehen als Katalysatoren für die Wasserspaltung. Okay, jetzt aber zum Schluss möchte ich noch kurz über die Wasserstoffspeicherung eingehen. Das kam auch schon letztes Mal, auch vom Kollegen Hölzle. Es gibt unterschiedliche Speichermethoden, wie man Wasserstoff speichern. Also wir haben jetzt sozusagen überlegt, wir haben jetzt das Wasser gespalten, wir haben den Wasserstoff, wie speichern wir den? Und da gibt es viele verschiedene Methoden. Ich habe mir jetzt natürlich Bilder geklaut von verschiedenen Journalen. Also es gibt physikalische Methoden, chemische Methoden. Sie können es als Gas speichern oder als Flüssigkeit. Als Flüssigkeit können Sie das entweder auch physikalisch oder chemisch speichern, indem Sie Moleküle haben. Oder Sie können das auch in Festkörpern speichern. Und tatsächlich ist hier wieder der Experte, der Max Fichtner, der da jahrelang geforscht dran hat. Sie können dann das sowohl interstitiell als auch nicht interstitiell machen. Sie können das in nanoporösen Materialien wie diesen NOF-Strukturen machen und so weiter. Also viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich kann mich erinnern, ich hatte vor einem halben Jahr eine Taxifahrt mit dem Kollegen Schlögel und er sagte, ja, er würde bevorzugen, dass man das mit Ammoniak macht. Er weiß zwar noch nicht, wie wir den Wasserstoff wieder wegkriegen, aber Ammoniak ist sehr gut, weil das eine sehr, sehr hohe Speicherdichte hat. Da kommen wir gleich drauf. Hier nochmal auch die verschiedenen Energiespeichermethoden, die es gibt. Hier ist sozusagen verglichen mit allen Methoden. Und was aufgetragen ist, ist erstmal die Leistung und dann auch, wie lange man speichern kann. Sie sehen hier, jeder macht immer die für seine Verfahren das, was am besten aussieht. Also die chemische Energiespeicherung, Methan, Wasserstoff, Ammoniak. Wobei das tatsächlich alles eigentlich zu Wasserstoff gehört. Denn das im Grunde ist ja Methan und Ammoniak sind einfach nur Wasserstoffträger. Da können Sie also erstmal lange speichern, weil wenn die Chemikal stabil ist, ist das gut. Und Sie haben auch eine relativ hohe Leistung. Also es sind hohe Ladungsdichten und lange Speicherungszeichen möglich für die Wasserstoffspeicherung. Und allerdings, das Interessante ist, sozusagen, wenn Sie sich angucken, welche Volumina brauchen Sie, um zu speichern? Und Sie wissen vielleicht, dass sich jetzt heutzutage bei den Brennstoffzellen getriebenen Autos die Druckspeicher eingesetzt haben. Hier sehen Sie, wie viel man braucht, wie viel Volumen, also verhältnismäßig, wenn man 15 bar, 35 und 70 bar hat, sozusagen für H2 Gasspeicher. Und das ist hier, wenn Sie flüssiges Wasserstoff bei tiefen Temperaturen, Sie müssen also unter minus 70, minus 130 Grad, glaube ich, den 70 Grad Kelvin. Ja, genau. Danke, minus 250, genau. Also 70 Grad Kelvin, das sage ich gerne. 70 Grad Kelvin, gut, dass ich diese Experten habe. Und dann hier, wenn Sie das in Festkörper speichern tun, viel geringer, viel weniger. Das klingt ja nicht komisch. Sie haben da irgendein Gitter, hier ist sozusagen, da ist alles leer, da tun Sie einfach alles leer rein und das Wasserstoff und trotzdem ist es günstiger, wenn Sie es in Gitter reintun, wo Sie ja schon das Volumen der Atome haben. Woran liegt das aber? Weil die natürlich dann hier stark gebunden werden. Sie verlieren dann ihre Identität als Wasserstoff. Wasserstoff ist sehr leicht, hat quantenmechanisch, braucht viel Volumen, viel Platz, wenn es alleine ist. Und wenn Sie es dann irgendwo binden, können das sehr kleine Bindungen sein. Und deshalb haben Sie eigentlich sehr geringe Speicherdichten. Also wäre es doch super eigentlich, solche Festkörperspeicher für Wasserstoff zu nehmen und nicht diese flüssigen oder gasförmigen Speicher. Und hier sehen Sie nochmal eine andere Auftragung auch. Hier ist auch nochmal der Ammoniak da. Also Ammoniak, das ist jetzt hier nicht drin als Flüssigkeit, hätte wirklich die höchste Ladungsdichte. Also der Vorteil natürlich wäre auch, Ammoniak ist flüssig. Das heißt, Sie bräuchten keine teuren Wasserstoff-Gas-Tankstellen, wo Sie kühlen müssen, viel Energie aufwenden. Sie können einfach alle Shell- und Esso-Tankstellen umwandeln und könnten statt Benzin dort Ammoniak reintun. Aber das große Problem ist, und darauf komme ich, was ist dann das große, warum wird das nicht gemacht? Die kritische Größe bei den Metallhydridspeichern und genauso auch bei den Molekülen ist die Absorptions- und Desorptionstemperatur und Druck und die Frage, bei welchem Wasserstoff gespeichert wird und wieder abgegeben wird. Und das Problem ist, dass dieser Wasserstoff einfach in den Hydriden zu stark gebunden ist, sodass die Wiederabgabe von Wasserstoff sehr aufwendig ist. Sie kriegen es gleich rein, aber Sie kriegen es nicht mehr raus oder nur mit viel Aufwand.
Und dann gewinnen sie, dann verlieren sie all das, was sie sozusagen an Energie dann oder dann die Effizienz, verlieren sie wieder, weil sie so diese Mühe aufwenden müssen, um das wieder abzugewinnen. Und dann ist natürlich wiederum die Idee, wie kann man das verringern? Das habe ich jetzt auch aus diesem Übersichtsartikel genommen. Dann versucht man, also man versucht die Bindungsstärke zu verringern. Dass das Wasserstoff geringer ist, dann weiß man, dass es was mit Elektronegativität haben. Sie sehen hier Destabilisierung, wenn Sie das lesen können. Also man versucht, die zu destabilisieren. Man versucht andererseits wiederum, die Produkte, die rauskommen, wiederum zu stabilisieren. Also wenn die stärker gebunden sind, dann ist sozusagen, dann brauchen Sie nicht so viel Energie, um das rauszukriegen. Allerdings haben Sie ein anderes Problem. Dann haben Sie ja nicht mehr H2, sondern haben Sie vielleicht wieder ein Molekül, was Sie dann wieder nochmal binden müssen. Also das ist eigentlich eine Milchmädchenrechnung und so weiter. Also lange Rede. Die Metallhybridspeicher haben sich nicht durchgesetzt und wie gesagt, Sie sagen, jetzt würde ich jetzt dann, wenn Sie kommen, würde ich gerne meinen Max Fichtner, der dann vor 6, 7, 8 Jahren aufgehört hat, daran zu forschen, er hat wahrscheinlich seine Gründe dafür gehabt. Okay, jetzt meine Zusammenfassung und die hat eine gewisse persönliche Komponente. Ich hoffe, das bitte ich zu entschuldigen. Ich werde jetzt also nicht die wissenschaftlichen Argumente wiederholen, aber Sie haben hoffentlich mitbekommen und ich weiß, das war vielleicht ein bisschen viel Details, dass es beträchtliche wissenschaftliche Herausforderungen gibt bei der effizienten elektrochemischen Energieumwandlung und Speicherung. Es läuft super. Lithium sind sehr, sehr gut, aber wir haben noch viele Probleme. Und um die zu lösen, hat es auch lange gedauert. Ich meine, die Lithium-Ionen-Batterie, wie gesagt, hat 30 Jahre gebraucht, um Faktor 4 an Leistungssteigerung zu bekommen. Und das ist halt das große Problem. Und zum Beispiel ist das auch das Problem, was wir jetzt bei unserem Projekt mit den Post-Lithium-Batterien haben, ist, dass wir jetzt nicht mehr 30 Jahre haben, um überhaupt die Batterien zu entwickeln. Wir wollen das schnell machen und wir müssen also die Probleme, für die man lange gebraucht haben, in relativ kurzer Zeit lösen. Also es ist eine große Herausforderung. Und tatsächlich ist der wissenschaftliche Fortschritt manchmal langsamer als der technologische Fortschritt. Wenn Sie sich vielleicht erinnern können an den Vortrag von Max Fichtner, den vorletzten, hat er erzählt von diesen neuen Entwicklungen bei den chinesischen Batterien, Kattel, dass die sozusagen solche Stacks gemacht haben, womit sie dann das Volumen verringert haben. Dadurch können sie wiederum herkömmliche Batteriematerialien benutzen, die nicht so leistungsfähig ist, aber sie haben immer noch einen Riesengewinn. Das hat nichts mit Chemie zu tun. Das ist technologisch. Und wie gesagt, wir sprechen hier über die chemischen Aspekte. Also deshalb, ist sozusagen gar nicht so einfach. Und das Beispiel mit der Überspannung bei den Brennstoffzellen, das wollte ich Ihnen auch erwähnen, wie gesagt, wie langsam manchmal der Prozess ist. Ein anderes Beispiel jetzt, das kommt vielleicht nicht da, aber vielleicht haben Sie auch gehört, bei der Photovoltaikanlagen ist seit 5, 6 Jahren der große Renner Perovskitmaterialien. Die haben aber immer noch Blei. Man kann sich streiten, ob der Blei wichtig ist oder nicht. Aber die Kollegen versuchen seit 7, 8 Jahren, dieses Blei da rauszukriegen. Das ist so einfach. Nehmen wir ein Atom, nehmen wir ein anderes Atom. Geht nicht. Die speziellen chemischen Eigenschaften von Blei sind so, dass sie genau dafür richtig sind. Und sie können es nicht einfach ersetzen durch ein anderes Metallatom, das sie reinsetzen. Und dann haben sie nicht die gleichen Bedingungen. Also die Chemie lässt man sie nicht überzeugen. Also die Chemie lässt sich nicht leicht austricksen. Und häufig muss auch außerdem ein Kompromiss zwischen zwei Zielen erreicht werden. Wir haben nicht einfach nur eine Optimierung in eine Richtung. Oft haben wir sozusagen, wenn wir in die eine Richtung gehen, wird das eine besser, das andere schlechter und so weiter. Das ist also häufig auch nicht einfach. Ein Beispiel ist auch immer die Bindungsstärke. Sie wollen Dinge genügend stark gebunden haben, dass die sozusagen sicher sind. Aber wiederum, bei all diesen Reaktionen dürfen die nicht stark genug gebunden sein, damit dass sie wieder auseinandergehen. Das ist genau das Gleiche, wenn Sie einen Ion durch einen Elektrolyten spazieren. Also wir haben immer mit Kompromissen zu kämpfen. Und natürlich ist es dann wichtig, und das versuchen wir auch hier im Exzellenzcluster, und eigentlich ist es auch wirklich, jetzt mache ich mal wieder Prodomo-Werbung, Ulm ist der Ort, um das zu machen, weil wir tatsächlich die ganze Wertschöpfungskette von der Grundlagenforschung über die industrienahe Forschung hier vor Ort haben, mit der Uni Ulm, die elektrochemische Grundlagenforschung macht, das ZSW sehr industrienah und das Helmholtz-Institut dazwischen und Polis wird auch von allen Partnern bestückt. Also es macht richtig Spaß, in dieser Umgebung zu arbeiten und mit den Kollegen dann auch darüber zu sprechen und gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten. Und diese wissenschaftliche Forschung an der elektrochemischen Energieumwandlung und Speicherung kann manchmal wirklich recht zäh sein. Es ist kompliziert, es ist schwer, aber sie ist spannend. Und wie ich Ihnen auch schon gesagt habe, befriedigend, weil man vielleicht ein ganz klein wenig auch dabei helfen kann, Probleme zu lösen, die wirklich essentiell sind für die Zukunft unserer Gesellschaft.
Okay, nun ist es aber natürlich so, dass ich das nicht alleine machen kann. Und deshalb, bevor ich ende, möchte ich mich einfach noch bedanken bei meinen Mitarbeitern, die Sie hier sehen. Und ohne deren Unterstützung und deren Zusammenarbeit wären sozusagen auch meine Erkenntnisse und das, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, nicht möglich gewesen. Also ich danke meinen Mitarbeitern und ich danke auch Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.